Hey, guten Morgen. Ja, ein Impuls für ein Video. Und zwar, was glaubst denn du? Es ist, was du glaubst. Es ist, wie du es glaubst. Es funktioniert so, wie du es glaubst. Es wird das kommen, was du glaubst. Die Menschen sind so, wie du glaubst. Das Leben funktioniert so, wie du glaubst. Es ist so, wie du glaubst. Hallo, Lydia. Und da sind wir uns oft nicht bewusst. Wir lesen immer, ja, die Kraft der Gedanken hat ja Joseph Murphy schon geschrieben. 100.000 Autoren machen uns klar, dass unsere Gedanken kreieren. Und deswegen, das, was wir glauben, ist so. Es ist, wie und was du glaubst. Ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Und das macht es so schwer, weil unser Unterbewusstsein glaubt ja auch Sachen. Das hat ja Sachen eingetrichtert bekommen in einer Art Hypnose, weil als wir klein waren, sind wir sozusagen, hallo Linda, sind wir sozusagen hypnotisiert worden. Huhu, Maria. Und da sind Sachen in uns, die geglaubt werden und die noch nie untersucht worden sind, ob sie das sind, was wir glauben wollen. Ja, die werden einfach geglaubt, die Sachen in uns. Es wird einfach geglaubt, dass Sachen so sind. Es wird einfach geglaubt, dass Sachen so funktionieren. Unser Außen spiegelt uns auch immer wieder, dass die Dinge so geglaubt werden, wie sie halt geglaubt werden. Ja, und das ist so, so wichtig, dass wir da ein Inventar aufnehmen über diese Dinge, die wir glauben, von denen wir überzeugt sind, wie wir glauben, wie das Leben funktioniert. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Weil sonst bleiben wir einfach in der Welt, in der wir sind, gefangen. Und den allerwenigsten gefällt die Welt, in der wir sind. Und wenn wir jetzt noch mal nach außen schauen und volle Verantwortung dafür übernehmen, dass wir das mit co-kreiert haben, was gerade hier im Außen läuft. Und das ist alles andere wie frei, das ist alles andere wie selbstbestimmt, das ist alles andere wie kreativ, das ist alles andere wie liebend. So, und nachdem wir das ja nicht wollen und dieses Spiegelbild haben, können wir ganz fest davon ausgehen, dass Teile von dieser Überzeugung in uns auch sind oder waren. Wenn sie waren, dann bist du schon auf einem ganz, ganz richtigen guten Weg. Wenn dich das nämlich nicht mehr triggert, sondern du weißt, dass das, was du glaubst, dein Leben bestimmt, dann geh weiter. Geh weiter, geh weiter und suche all das heraus, was dich aufhält. Und verändere es. All die Überzeugungen, all die Glaubenssätze, die dich aufhalten, die sich nicht, die dir nicht erlauben, das Leben zu leben, das du leben möchtest, finde sie und verändere sie. Ich weiß, es ist nicht einfach. Habe ich auch nie behauptet. Aber ich weiß ganz, ganz fest, dass es der einzige Weg ist, wie wir das haben können, was wir uns wollen. Das ist der einzige Weg ist, wie unsere Schöpferkraft wirklich wirkt, weil sie wirkt immer. Wir sind immer Schöpfer, wir sind immer am Wirken. Und wir müssen uns bewusst machen, was wir hier gerade erwirken und bewirken. Und dann entscheiden, ob wir das weiterhin erwirken und bewirken wollen oder ob es an der Zeit ist, Dinge zu verändern. Und frage dich einfach nur immer wieder, wie glaube ich denn, dass es funktioniert? Was glaube ich denn jetzt gerade? Glaube ich gerade, dass das, was ich glaube, mich dorthin bringt, wo ich sein möchte? Und ich nehme wieder das Geldthema, weil das Geldthema ist so heiß. Es ist so heiß, weil es uns unsere ganzen Limitierungen und unsere ganzen Beschränkungen aufzeigt. Unsere ganzen verharzten und verkrusteten Widerstände,
reflektiert. Und dafür ist dieses Geld da. Das ist so dankbar. Und es ist viel, viel besser, wenn wir an diesem Geldthema abprallen, als an irgendwie einem anderen Thema, weil das ist zumindest keine Person, oder? Es fällt uns einfacher, da abzuprallen. Also, woran prallst du ab, wenn du das Geldthema nimmst? Was glaubst du, warum du noch nicht finanziell frei bist? Was glaubst du, warum du noch nicht dafür bezahlt wirst, du selbst zu sein? Vielleicht kommt jetzt das Thema, die Idee, wie soll ich denn dafür bezahlt werden, ich selbst zu sein? Das ist schon mal diese Wie-Frage. Aber diese Wie-Frage, die kannst du gleich wieder wegnehmen und sagen, wie kann ich glauben, dass ich dafür bezahlt, nicht wie, sondern kann ich überhaupt glauben, dass ich dafür bezahlt werden kann, ich selbst zu sein? Kann ich glauben, dass ich, wenn ich das tue, was ich selbst einfach tue, weil ich selbst bin, dass ich dafür bezahlt werde, weil es in der göttlichen Ordnung ist, dass ich selbst bin und dafür fürstlich, permanent, ohne Pause, andauernd entlohnt werde, so dass ich ein wunderbares Leben führen kann. Kann ich glauben, dass ich so hier bin? Kann ich glauben, dass ich dafür hier bin? Ja, frag dich das. Und wenn die Antwort ist nein, dann frag dich weiter, warum kann ich das nicht glauben? Und dann schau, was da für Argumente kommen. Und diese Argumente, egal was es ist, das kann ich dir jetzt schon versprechen, sind nicht wahr. Sie stimmen nicht. Und wenn du diese Argumente ins Gegenteil umdrehst, dann kommst du zur Wahrheit. Also, mir fällt gerade nichts mehr ein groß. Warum könntest du nicht glauben? Vielleicht fällt es dir ein, wenn du zuschaust. Mürivet, vielleicht dir? Warum könntest du oder warum glaubst du nicht, dass du unendlich dafür bezahlt und belohnt wirst, finanziell, mit nicht nur finanziell, sondern mit allem, was nur Belohnung ist, dafür, dass du du selber bist? Warum könntest du das nicht glauben? Das meiste ist, weil ich das noch nicht habe oder weil ich da noch nicht gut genug bin, weil ich hier noch eine Ausbildung brauche, weil ich das und das mir noch nicht traue und so weiter und so fort. Weil ich mich nicht traue, sichtbar zu sein. Sagen wir es mal so. Ja, wenn das dein Argument ist, ja, ich werde nicht dafür belohnt, finanziell ich selbst zu sein, weil ich mich nicht traue, sichtbar zu sein. Warum traust du dich nicht, sichtbar zu sein? Da kommen wir ja schon dran. Warum traust du dich nicht, sichtbar zu sein? Warum traust du, ich habe gestern den Post gemacht, traust du dich, die geilste Person zu sein, die du kennst? Nee, kam dann mal von einer. Und ich glaube, in euren Köpfen war auch oft so, nee. Warum traust du dich nicht, die geilste Person zu sein, die du kennst? Was könnten die anderen denken, wenn ich so auftrete, als ob ich mich super finde? Als ob ich mich liebe, als ob ich mich genial finde, als ob ich glaube, dass ich jemand bin, der dafür bezahlt wird, ich selbst zu sein. Was könnten die anderen Leute glauben? Das ist immer der Punkt. Das kommt immer wieder in all meinen Coachings, kommt es immer wieder durch die Hintertür hoch, dass dieser Block, was könnten die anderen glauben, wenn ich das glaube, was ich glaube? Was könnten die anderen glauben, wenn ich glaube, ich bin die geilste Person auf der Welt? Was könnten die anderen glauben, wenn ich glaube, dass ich super bin? Die verurteilen mich. Ich bin hochnäsig. Ich bin arrogant. Aber bist du hochnäsig? Bist du wirklich arrogant? Oder bist du einfach nur klasse? Ist das das, was du machst? Ist das einfach nur klasse? Ja? Und wenn das so ist, wenn du wirklich glaubst, dass das, was du bist, was du tust, was du machst, wirklich klasse ist, dann darfst du es selber glauben.
Und dann darfst du es glauben, dass die anderen es auch glauben. Und vielleicht glauben sie es nicht auf den ersten Moment und auf den zweiten Moment. Aber je fester du es für dich selber glaubst, dass du klasse bist, dass das, was du tust, von deinem Herzen kommt und deswegen großartig ist und dass du deswegen belohnt hast, absolut abartig, wunderbar belohnt zu sein, dann wird es jeder andere glauben. Und wenn du dastehst mit diesem Glauben über dich selber, ermächtigst du und bemächtigst du alle anderen, die mit dir in Kontakt sind, das auch über sich selber zu glauben. Und wenn jeder in dieser Welt so eine großartige Meinung von sich selber hat, dann hat er auch eine großartige Meinung von allen anderen Menschen und dann leben wir, krass gesagt, im Paradies. Also, mach dich auf dem Weg, verändere dein Denken, finde heraus, was dich daran hindert, Großartiges von dir, von allen anderen, von der Welt, von deinem Leben zu denken. Und mach dich auf den Weg. Und ein Einstieg ist heute Abend der Gratis-Workshop Deine göttliche Identität, Your Divine Identity, um 18 Uhr, glaube ich. Ich poste es nachher nochmal. Via Zoom kannst du live dabei sein, machen wir den Workshop, gehen der Sache noch ein bisschen mehr auf den Grund und bringen dich auf den Weg. Und ich freue mich für alle, die dabei sind. Ich bin immer so neugierig und ich habe immer noch nicht geguckt, wie viele sich angemeldet haben. Aber ich poste nachher noch mal schnell den Link hier. Und ja, lass es mal, reflektier dich, lass es mal über an, ja, wirken für dich und stelle dir diese Fragen, die sind so kraftvoll und dann findest du wirklich schon alleine ganz viel raus. Da gibt es natürlich immer so viele dunkle Punkte, die sind ganz, ganz tief versteckt und die wollen sich nicht zeigen. Zum einen zeigen sie sich mit der Zeit, weil du wie so obere Schichten abträgst, unter denen sich diese dunklen Flecken und Glaubenssätze und Überzeugungen verstecken. Also gibt es immer wieder welche. Ich finde auch fast täglich irgendwas. Und oftmals braucht man andere Menschen, die von außen dahinschauen, weil man vor lauter Wald die Bäume nicht sieht. Und es gibt gratis Coaching von anderen Menschen den ganzen Tag. Trigger, 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 Trigger überall, wenn du es annehmen kannst. Und verstehst, dass jeder eigentlich nur das Problem aus dir herauszieht und dir widerspiegelt, das gerade für dich gesehen, von dir gesehen werden darf. Hast du auf der ganzen Welt gratis Coaching zur Verfügung, insbesondere auch hier in Facebook. Wenn du natürlich das leichter haben willst, such dir einen Coach, such dir ein Coaching. Es muss nicht ich sein. Ich weiß, ich bin gut. Ich weiß, dass ich mittlerweile auch mit vielen Coaches zusammenarbeite, die ich coachen darf, die wunderbar sind. Schau dich hier um, lass dir helfen. Es macht Spaß, sich gegenseitig zu helfen. Es macht Spaß, einen Coach zu bezahlen. Es macht Spaß, selber bezahlt zu werden dafür, was man ist, was man wirklich ist im Leben. Finde es heraus, mach dich auf dem Weg. Das Leben ist einzigartig, das Leben ist großartig. Ich glaube das, weil ich das glauben will und weil ich es glaube, glauben es die Menschen um mich herum. Und weil wir das alle zusammen glauben, ist unsere Welt so. Also schön, dass du hier bist, schön, dass du in meiner Welt bist, schön, dass du in unserer Welt bist und schön, dass du dich entfaltest und schön, dass du für dich gehst, dass du für dich da bist und weil du für dich da bist, kannst du für andere da sein. Einfach nur großartig. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Tag und freue mich auf all die wunderbaren Menschen, die heute Abend in einem Gratis-Workshop dabei sind und mehr über ihre göttliche Identität erfahren möchten. Also, bis bald. Tschüssi.